In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Nehmen Sie mal den arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Dann kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, war das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Und da, zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da standen unsere Zeitungen wortwörtlich große. Sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und dann kommt es... Da kommt es in Ägypten, kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählte sie einen Herrn Morsi als Präsidenten, einen Islamisten als Präsidenten, mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Und dann kommt dieser Morsi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft zugegangen. Aber sogar Leute, die den Morsi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und sagen, können Sie bitte mal den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger ein Protestcamp machen und demonstrieren, erklären sie die zu Terroristen und lassen sie die einfach mal Haufen schießen. Und dann steht in unseren Zeitungen, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und dieser Artikel muss der Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Aber als er das danach gemacht hat und die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und abknallen lassen, da war es dann wieder falsch. Da muss einmal erstmal einer erklären, wo man es darf, wo nicht. Der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hatte der Demokratie nichts zu sagen. Und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet im Zweifelsfall die Bild-Zeitung. Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden. Und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Morsi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sein. Der Morsi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nun wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zu Mord aufrufen, der befiehlt den. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar. Alles korrekt, also. Aber die USA arbeiten da eine Liste ab. Ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet, die weltweit über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn sie dumm daneben stehen, dann sind sie ein Kollateralschaden. Was haben sie auch so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden könnten. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Vielen Dank. Danke sehr. Im Laufe des Abends werden Sie merken, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Preisträgern aus der Schweiz und Preisträgerinnen aus der Schweiz dabei sind. Und da muss ich mal dazu sagen, das ist natürlich purer Zufall, denn sowas kann man ja nicht steuern.
Ein bisschen muss die Schweiz allerdings unterstützt werden in diesen schweren Zeiten, das sehe ich auch so. Weil die Schweiz ist schwer unter Druck. Das Schweizer Bankgeheimnis ist inzwischen fast so löchrig wie der Käse, den sie herstellen. Und die eine Schweizer Großbank muss jetzt sogar Strafe zahlen in Deutschland wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ganz gruselig. Alte Freunde der Schweiz wie Alice Schwarzer und Uli Hoeneß haben dem Land den Rücken gekehrt. Und, das hätte einem ja vor ein paar Jahren auch keiner geglaubt, dass diese Kampf-Emanze und der Obermacho mal in einem Boot sitzen würden, oder? Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, die Bild-Zeitungsnutte, die gegen Prostitution kämpft, großartig. Und Uli Hoeneß, der Mann, der immer schon Wurst war, was alle anderen gesagt haben. Und weil die Schweiz jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen zum Teil kriminellen Zuwanderern, wollen sie jetzt unter sich bleiben. Und die Regeln für den Zuzug von Ausländern sollen jetzt verschärft werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Gleichzeitig sind jetzt gerade die Regeln für den Waffenexport in der Schweiz gelockert worden. Das könnte ich auch gut verstehen, wenn ich Waffenhändler wäre. Ja, also die Schweiz darf, es ist wirklich wahr, in Zukunft auch Waffen in Länder exportieren, die sich nicht ganz so scharf an Menschenrechte halten wie zum Beispiel USA oder Israel. Und unsere deutschen Rüstungsfabriken sind natürlich völlig entsetzt und fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Denn wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen Sie das bleiben, wenn Sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die die dann nie benutzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, keine Waffen in Spannungsgebiete. Wie weltfremd kann man eigentlich sein, wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen? Das sind ja auch Arbeitsplätze bei uns, das darf man auch nicht vergessen. Tausende von glücklichen Familien leben davon, dass wir Rüstung exportieren. Und sehen Sie es doch mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg in Afrika mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen auch mal die größeren Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Und wir liefern nicht nur Waffen. Das wissen die wenigsten, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen weltweit. Das sind doch Systemangebote, die wir da machen. Im Verlauf der Schulden- und Euro-Krise haben wir ja eine Menge erstaunliche Dinge erfahren dürfen. Über Griechenland insbesondere. Ich meine, dass die reichen Griechen es mit dem Steuerzahlen nicht so haben, das war uns eigentlich immer schon bekannt. Aber was mich sehr verblüfft hat, ist zu erfahren, dass sie da gar kein Katasteramt kennen. Also die wissen ja wirklich nicht, wem diese Luxusvillen da gehören. Wie will man die dann besteuern? Und wenn es überall nur Schwarzbauten gibt, kann man natürlich auch prima Schwarzgeld verbauen. Das ist ganz klar. Und ich habe eine Idee, wie man den Prozess beschleunigen kann, um herauszufinden, wem was gehört. Also ich schlage folgende Vorgehensweise vor. Ich würde in der ersten Luxusvilla klingeln und würde sagen, guten Tag, ich komme vom Finanzamt. Wir würden ja mal wissen, wem das Haus hier gehört. Und wenn die dann sagen, das wissen wir auch nicht. Warum wollen Sie das denn wissen? Wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie wohnen hier nur. Sie sind nicht der Besitzer, das heißt, Sie sind Mieter. Dann müssen Sie doch einen Mietvertrag haben. Sie müssen doch den Besitzer kennen, wenn Sie hier wohnen. Wenn die dann sagen, nö, wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie sind nicht Besitzer, Sie sind nicht Mieter, da kommen Sie mal raus. Da sind Sie Hausbesetzer. Dann sind Sie jetzt verhaftet und dann lasse ich einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt und schafft schon mal Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Und während die Jungs am Arbeiten sind, klingel ich über der Nachbarvilla. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt, wir führen hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch, wie Sie vielleicht sehen. Sie müssen den Menschen beweisen, dass Sie das ernst meinen, sonst hat das alles gar keinen Zweck. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie 2, 3 Villen abgerissen haben, ab der 4. Villa meldet sich überall ein Besitzer. Das ist mein Haus, was wollen Sie eigentlich? Ja, was wir wollen, ist ganz einfach. Wir wollen wissen, wovon Sie das Haus bezahlt haben. Sehen Sie, wir haben ja Ihre Steuerunterlagen, die Sie eingereicht haben. Sie haben die letzten 15 Jahre nie mehr als 15.000 Euro zu versteuerndes Einkommen angegeben. Das Haus hat doch viel mehr gekostet. Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, Sie können Fragen stellen.
Soll ich raten? Schwarzgeld? Ja. Jetzt hören Sie da mit dem Getue auf. Wir sind doch selber gerichtet. Wir wissen doch, was hier gelaufen ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das war ja so. Das ist halt unsere Kultur gewesen. Nur der Spaß ist jetzt vorbei. Die Party ist zu Ende. Die kleinen Leute mussten die Renten gekürzt kriegen, die Löhne mussten gekürzt werden, Leute wurden entlassen und sie müssen jetzt ihre Steuern nachzahlen. Das ist jetzt einfach so. Sie zahlen 10 Jahre rückwirkend ihre Steuern nach und alle sind zufrieden. Ja, aber mein ganzes Geld ist doch in der Schweiz. Ja, da holen Sie das Geld jetzt mal zurück. Ich würde mich beeilen. In 2 Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren. Sie können das auch ans Fernsehen verkaufen. Eine neue Sendereihe. Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Bei den Luxusjachten ist die Sache noch viel einfacher. Da brauche ich nicht mal einen Bulldozer. Ich gehe auf die erste Luxusjacht und sage, wem gehört das hier? Und wenn sich keiner meldet, dann mache ich da 3 Löcher rein. Blub, 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 weg ist das Ding. Und wenn Sie 2, 3 Schiffe versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das da ist mein Schiff. Lassen Sie die Finger davon. Schönes Schiff. Ja, das ist mein ganzer Stolz. Ja, wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja. Ja, hören Sie mit dem Getue auf, wir wissen ja Bescheid. Schwarzgeld ist kein Problem. Wir wollen ja keinen moralisch verurteilen. Sie werden auch nicht bestraft. Sie müssen nur 10 Jahre die Steuern nachzahlen. Ja, aber wovon soll ich das denn tun? Mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, da verkaufen Sie jetzt das Schiff und davon zahlen Sie Ihre Steuern nach. Ja, da hätten Sie das ja gleich versenken können. Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund. Danke sehr. Es gab im letzten Jahr in Deutschland 2 richtig große Skandale. Das eine war Pferdefleisch in der Lasagne und das andere war der Abhörskandal der NSA. Und da hat sich herausgestellt, also die Deutschen haben im Grunde kein Problem damit, wenn einer ihre E-Mails mitliest oder die Telefongespräche abhört, aber Pferdefleisch in der Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist eine Schmerzgrenze erreicht, dann kann der Deutsche sich richtig aufregen. Da war aber kurz vorm Aufstand, also ich glaube, wenn sich da rausgestellt hätte, dass da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert. Ja. Aber NSA, da haben die Deutschen kein Problem mit, das war doch Wahnsinn. 2 Drittel aller Deutschen sagen, sie fühlen sich ja nicht bedroht, sie haben ja kein Problem mit der NSA. Ich glaube, das liegt ja in dieser christlichen Grundhaltung in diesem Land. Das ist das christliche Abendland, die Menschen hier sind das gewohnt, dass da einer oben ist, der alles mitsieht und alles aufschreibt. Ich fand das als Kind schon immer ziemlich pervers, die Vorstellung, dass da einer ist, der alles sieht, was ich mache. Auch wenn ich allein am Klo bin oder so. Ne? Fand ich das nicht schön. Als sie mir dann gesagt hat, dass Oma auch noch auf der Wolke sitzt und immer auf mich aufpasst, fand ich auch nicht beruhigend, ehrlich gesagt. Also. Aber so wachsen die Kinder hier auf. Im christlichen Abendland glauben die Kinder, einmal im Jahr kommt der Nikolaus, der hat ein großes Buch, da steht alles drin, was sie gemacht haben. Auch das, was vorher nicht bemerkt worden ist. Und dann sagt der Nikolaus, Evelyn Maria, die E-Mail hätte sie besser nicht geschrieben. NSA heißt, Nikolaus sieht alles. Aber es werden ja nur die Bösen bestraft. Wie bei der NSA, beim Nikolaus auch. Und fürs Bestrafen hat der Nikolaus den Knecht Ruprecht dabei. Und das fand ich auch immer schon seltsam. Ne? Wie pervers muss man sein, um sich so eine Figur auszudenken. Ein Mann, der mit einer Rute kommt, um Kinder zu züchtigen. In Holland heißt der Knecht Ruprecht Zwarte Piet. Da war jetzt im Dezember eine Riesendiskussion in Holland. Ja, die haben sich aufgeregt, nicht darüber, dass da einer mit einer Rute kommt und Kinder züchtigt, sondern dass es ein Farbiger ist. Das wäre Rassismus. In den USA heißt der Zwarte Piet Obama. Auch Black Bush genannt. Dessen Rute ist eine Drohne. Sehen Sie, und wenn bei der NSA einer richtig Mist gebaut hat oder zu aufmüpfig war, dann muss er zur Strafe 3 Monate lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Das ist die Höchststrafe. Danach bauen Sie nie wieder Mist, meine Damen und Herren. Ich verspreche Sie. Wir, meine Damen und Herren, das war sie, die Preisverleihung 2014 aus dem Mainzer Unterhaus zum Deutschen Kleinkunstpreis. Ausgezeichnet. In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen.
Nehmen Sie mal den arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Dann kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, war das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Und da, zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da standen unsere Zeitungen wortwörtlich große. Sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und dann kommt es... Da kommt es in Ägypten, kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählte sie einen Herrn Morsi als Präsidenten, einen Islamisten als Präsidenten, mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Und dann kommt dieser Morsi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Aber sogar Leute, die den Morsi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an und sagen, können Sie bitte meinen gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger ein Protestcamp machen und demonstrieren, erklären sie die zu Terroristen und lassen sie die einfach mal Haufen schießen. Und dann steht in unserer Zeitung, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und dieser Artikel muss der Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Aber als er das danach gemacht hat und die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und hat abknallen lassen, da war es dann wieder falsch. Da muss einmal erstmal einer erklären, wo man es darf, wo nicht. Der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hat in der Demokratie, die eine Schweizer Großbank muss jetzt sogar Strafe zahlen, in Deutschland wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ganz gruselig. Alte Freunde der Schweiz, wie Alice Schwarzer und Uli Hoeneß, haben dem Land den Rücken gekehrt. Und, das hätte einem ja vor ein paar Jahren auch keiner geglaubt, dass diese Kampf-Emanze und der Obermacho mal in einem Boot sitzen würden, oder? Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, die Bild-Zeitungsnutte, die gegen Prostitution kämpft, großartig. Und Uli Hoeneß, der Mann, der immer schon Wurst war, was alle anderen gesagt haben. Und weil die Schweiz jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen zum Teil kriminellen Zuwanderern, wollen sie jetzt unter sich bleiben. Und die Regeln für den Zuzug von Ausländern sollen jetzt verschärft werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Gleichzeitig sind jetzt gerade die Regeln für den Waffenexport in der Schweiz gelockert worden. Das könnte ich auch gut verstehen, wenn ich Waffenhändler wäre. Ja, also die Schweiz darf, es ist wirklich wahr, in Zukunft auch Waffen in Länder exportieren, die sich nicht ganz so scharf an Menschenrechte halten, wie zum Beispiel USA oder Israel. Und unsere deutschen Rüstungsfabriken sind natürlich völlig entsetzt und fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Denn wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen Sie das bleiben, wenn Sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die dann nie benutzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, keine Waffen in Spannungsgebiete. Wie weltfremd kann man eigentlich sein? Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das sind ja auch Arbeitsplätze bei uns, das darf man auch nicht vergessen. Tausende von glücklichen Familien leben davon, dass wir Rüstung exportieren. Und sehen Sie es doch mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg in Afrika mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen auch mal die größeren Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Und wir liefern nicht nur Waffen, das wissen die wenigsten, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen weltweit. Das sind doch Systemangebote, die wir da machen.
im Verlauf der Schulden und Europa nicht organisieren. Sie können das auch ans Fernsehen verkaufen. Eine neue Sendereihe. Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Bei den Luxusjachten ist die Sache noch viel einfacher. Da brauche ich nicht mal einen Bulldozer. Ich gehe auf die erste Luxusjacht und sage, wem gehört das hier? Und wenn sich keiner meldet, dann mache ich da drei Löcher rein. Blub, 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 weg ist das Ding. Und wenn Sie zwei, drei Schiffe versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das da ist mein Schiff. Lassen Sie die Finger davon. Schönes Schiff. Ja, das ist mein ganzer Stolz. Ja, wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja. Ja, hören Sie mit dem Getue auf, wir wissen ja Bescheid. Schwarzgeld ist kein Problem. Wir wollen ja keinen moralisch verurteilen. Sie werden auch nicht bestraft. Sie müssen nur 10 Jahre die Steuern nachzahlen. Ja, aber wovon soll ich das denn tun? Mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, dann verkaufen Sie jetzt das Schiff und davon zahlen Sie Ihre Steuern nach. Ja, da hätten Sie das ja gleich versenken können. Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund. Danke sehr. Es gab im letzten Jahr in Deutschland 2 richtig große Skandale. Das eine war Pferdefleisch in der Lasagne und das andere war der Abhörskandal der NSA. Und da hat sich herausgestellt, also die Deutschen haben im Grunde kein Problem damit, wenn einer ihre E-Mails mitliest oder die Telefongespräche abhört, aber Pferdefleisch in der Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist eine Schmerzgrenze erreicht, dann kann der Deutsche sich richtig aufregen. Da war aber kurz vorm Aufstand, also ich glaube, wenn sich da rausgestellt hätte, dass da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert. Ja. Aber NSA, da haben die Deutschen kein Problem mit, das war doch Wahnsinn. 2 Drittel aller Deutschen sagen, sie fühlen sich ja nicht bedroht, sie haben ja kein Problem mit der NSA. Ich glaube, das liegt an dieser christlichen Grundhaltung in diesem Land. Das ist das christliche Abendland, die Menschen hier sind das gewohnt, dass da einer oben ist, der alles mitsieht und alles aufschreibt. Ich fand das als Kind schon immer ziemlich pervers, die Vorstellung, dass da einer ist, der alles sieht, was ich mache. Auch wenn ich allein am Klo bin oder so. Ne? Fand ich das nicht schön. Als sie mir dann gesagt hat, dass Oma auch noch auf der Wolke sitzt und immer auf mich aufpasst, fand ich auch nicht beruhigend, ehrlich gesagt. Also. Aber so wachsen die Kinder hier auf. Im christlichen Abendland glauben die Kinder, einmal im Jahr kommt der Nikolaus, der hat ein großes Buch, da steht alles drin, was sie gemacht haben. Nichts zu sagen. Und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet im Zweifelsfall die Bild-Zeitung. Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sein. Der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nun wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zu Mord aufrufen, der befiehlt den. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar. Alles korrekt, also. Aber die USA arbeiten da eine Liste ab. Ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet. Die Welt wird über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschaden. Was haben Sie auch so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden könnten. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Vielen Dank. Danke sehr. Im Laufe
Laufe des Abends werden Sie merken, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Preisträgern aus der Schweiz und Preisträgerinnen aus der Schweiz dabei sind. Und da muss ich mal dazu sagen, das ist natürlich purer Zufall, denn sowas kann man ja nicht steuern. Ein bisschen muss die Schweiz allerdings unterstützt werden in diesen schweren Zeiten, das sehe ich auch so. Weil die Schweiz ist schwer unter Druck, das Schweizer Bankgeheimnis ist inzwischen fast so löchrig wie der Käse, den sie herstellen. Und in der Eurokrise haben wir ja eine Menge erstaunliche Dinge erfahren dürfen. Über Griechenland insbesondere. Ich meine, dass die reichen Griechen es mit dem Steuerzahlen nicht so haben, das war uns eigentlich immer schon bekannt. Aber was mich sehr verblüfft hat, ist zu erfahren, dass sie da gar kein Katasteramt kennen. Also die wissen ja wirklich nicht, wem diese Luxusvillen da gehören. Wie will man die dann besteuern? Und wenn es überall nur Schwarzbauten gibt, kann man natürlich auch prima Schwarzgeld verbauen. Das ist ganz klar. Und ich habe eine Idee, wie man den Prozess beschleunigen kann, um herauszufinden, wem was gehört. Also ich schlage folgende Vorgehensweise vor. Ich würde in der ersten Luxusvilla klingeln und würde sagen, guten Tag, ich komme vom Finanzamt. Wir würden ja mal wissen, wem das Haus hier gehört. Und wenn die dann sagen, das wissen wir auch nicht. Warum wollen sie das denn wissen? Wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, sie wohnen hier nur. Sie sind nicht der Besitzer, das heißt, sie sind Mieter. Dann müssen sie doch einen Mietvertrag haben. Sie müssen doch den Besitzer kennen, wenn sie hier wohnen. Wenn die dann sagen, nö, wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie sind nicht Besitzer, Sie sind nicht Mieter, da kommen Sie mal raus. Dann sind Sie Hausbesetzer. Dann sind Sie jetzt verhaftet und dann lasse ich einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt und schafft schon mal Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Und während die Jungs am Arbeiten sind, klingeln die schon bei der Nachbarvilla. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt, wir führen hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch, wie Sie vielleicht sehen. Sie müssen den Menschen beweisen, dass Sie das ernst meinen, sonst hat das alles gar keinen Zweck. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie 2, 3 Villen abgerissen haben, ab der 4. Villa meldet sich überall ein Besitzer. Das ist mein Haus. Was wollen Sie eigentlich? Ja, was wir wollen, ist ganz einfach. Wir wollen wissen, wovon Sie das Haus bezahlt haben. Sehen Sie, wir haben ja Ihre Steuerunterlagen, die Sie eingereicht haben. Sie haben die letzten 15 Jahre nie mehr als 15.000 Euro zu versteuerndes Einkommen angegeben. Das Haus hat doch viel mehr gekostet. Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, Sie können Fragen stellen. Soll ich raten? Schwarzgeld? Ja, jetzt hören Sie doch mit dem Getue auf. Wir sind doch selber Gericht. Wir wissen doch, was hier gelaufen ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das war ja so. Das ist halt unsere Kultur gewesen. Nur der Spaß ist jetzt vorbei. Die Party ist zu Ende. Die kleinen Leute mussten die Renten gekürzt kriegen, die Löhne mussten gekürzt werden, Leute wurden entlassen und Sie müssen jetzt Ihre Steuern nachzahlen. Das ist jetzt einfach so. Sie zahlen 10 Jahre rückwirkend Ihre Steuern nach und alle sind zufrieden. Ja, aber mein ganzes Geld ist doch in der Schweiz. Ja, da holen Sie das Geld jetzt mal zurück. Ich würde mich beeilen. In 2 Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen spucken. Schon wieder weg. Die war überall. Die war 2007 überall. Die war auch im Nahen Osten. Der Nahe Osten, eine gebeutelte Region. Und die haben ja auch gedacht, sie hätten schon alle biblischen Katastrophen hinter sich. Aber der Herr hatte noch eine Plage im Ärmel. 3 Tage kam das gefürchtete Merkel über den Nahen Osten. Die war in Israel, sie war bei den Palästinensern, im Gazastreifen war die. Da konnten die damals noch Leute empfangen im Gazastreifen, da hatten die noch Häuser. Sie war auch bei den Syrern und am letzten Tag der Reise war sie in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, der engste Verbündete des Westens im Nahen Osten. Sie wissen, Saudi-Arabien ist im Gegensatz zu den unzuverlässigen Iranern und den völlig durchgeknallten Palästinensern ein demokratisch organisierter Staat. Der König von Saudi-Arabien, irgend so ein Abdullah, Schröder hätte gesagt, ein lupenreiner Demokrat. Der war damals ja gleichzeitig noch Frauenbeauftragter in seinem Land. Schröder hat gesagt, für Gedöns zuständig. Ne? Schröder, ja, dem trauern manche schon hinterher. Das muss man sich auch wieder vorstellen. Der Kanzler, wo man immer dachte, wenn ihm jetzt die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus. Goldkettchen Gerd, der Gigi von Gazprom. Jedenfalls, ich weiß noch ganz genau, es war ein Dienstagabend, da gucke ich Tagesschau, da sitzt die Merkel in der Tagesschau neben dem König Abdullah von Saudi-Arabien in der Pressekonferenz und fasst ihre 3-tägige Nahostreise mit dem Satz zusammen, um die Probleme im Nahen Osten in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ja, Sie lachen, aber was denkt jetzt so ein König Abdullah? Hören Sie, der sitzt daneben, der kriegt das übersetzt, das können Sie nicht verhindern.
Der lebt seit 60 Jahren in deiner Region. Mord und Totschlag, Völkerhass. Es gibt überhaupt keine Lösung am Horizont. Und die kommt mit so einem Geblubber. Was denkt der? Wie haben die das Kamel in das Kostüm gekriegt oder was? Was denkt der? Der kann sich ja die Situation nicht mal schön trinken. Aber Abdullah die Saudi, der Saudi, das ist echt ein cooler Diplomat, das muss auf fairerweise mal dabei sein. Der hat ganz souverän geantwortet, in der Tagesschau spontan hat gesagt, das wäre eine super Idee, da wäre noch keiner drauf gekommen im Nahen Osten. Das würden Sie jetzt mal versuchen. Da hat dieser Mann sich bei Ernst gehalten, ich habe den bewundert. Nerven wie Drahtseile. Die braucht er auch. Nächstes Mal bringt die Merkel noch den Westerwelle mit. Und dann stell dir mal vor, wie der Westerwelle den arabischen Völkern die Freiheit bringt. Sie wissen, Westerwelle ist der größte Kämpfer für die Freiheit überhaupt. Geben Sie bei YouTube ein Westerwelle und Freiheitsstatue. Und dann erleben Sie Ihr gelbes Wunder, möchte man sagen. Da steht der Westerwelle auf dem FDP-Parteitag, das ist 1,5 Jahre her oder so, steht er am Pult vom FDP-Parteitag und ruft in den völlig verblüfften Saal: Hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Vielleicht können die Saudis mal erklären, dass die Statue innen hohl und begehbar ist, meine Damen und Herren. Und ich sitze da und denke, wir erwarten von den arabischen Ländern, dass sie einen demokratischen Prozess in Angriff nehmen. Und dann schicken wir sowas dahin. Sehen Sie, die Araber gucken ja auch Fernsehen. Ich stelle mir das ja so plastisch vor. Yusuf und Mohammed sitzen vorm Fernseher und gucken Merkel und Westerwelle. Oder was wir sonst da so hinschicken. Dann sagt der Yusuf zu Mohammed: Mohammed, sowas kriegt man, wenn man frei wählen lässt. Sag mir mal, warum sollen wir das Risiko eingehen? Die Merkel ist ganz beschwingt weitergereist. Das war dieselbe Woche noch. Ungelogen. Dienstag nach Saudi-Arabien, freitags war sie in Südfrankreich. Da war ein Afrika-Gipfel, organisiert von Jacques Chirac zum Ende seiner Amtszeit. Afrika ist der verlorene Kontinent. Die wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Die waren damals schon verzweifelt, aber jetzt nach der Wirtschaftskrise, die Afrikaner, die leiden wirklich richtig. Wir jammern herum, der größte Rückgang der wirtschaftlichen Leistung seit 1949. Was sind das denn wieder für Schlagzeilen? Was soll das? Dieses Gejammer, diese Vergleiche sind völlig hirnrissig. Wir hatten in 2009 einen Rückgang des Bruttosozialproduktes um 5% im Vergleich zu 2008. So viel ist richtig. Was hat denn das bitte mit 1949 zu tun? Haben Sie mal Bilder von 1949 gesehen? Ziehen Sie davon mal 5% ab. Worüber reden wir hier? Wir hatten in den letzten 10 Jahren jedes Jahr mindestens 1% Wachstum des Bruttosozialproduktes. Das heißt, wenn wir in 2009 5% verloren haben, waren wir maximal wieder auf dem Niveau von 2004. Und was ging es uns da dreckig, weil? Wo bin ich hier? Das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Und wissen Sie eigentlich, dass die Deutschen im Krisenjahr 2009 ihr Bargeldvermögen noch um 180 Milliarden Euro gesteigert haben? Die Deutschen haben im schlimmsten Wirtschaftskrisenjahr seit dem Zweiten Weltkrieg ihr Barvermögen um 180 Milliarden Euro erhöht. Das sind 2.500 Euro pro Kopf, die wir noch auf die hohe Kante gelegt haben. Fragen Sie bitte nicht, wo Ihr Anteil geblieben ist. Ich vermute, er ist der FDP gespendet worden. Aber so eine Krise hätten die Afrikaner gerne einmal im Leben. Rekordverluste, Rekordverluste. Man muss doch bitte mal die Relationen wahren. Wenn Heidi Klum morgen 50 Kilo Gewicht verliert, da gibt es keine Heidi Klum mehr. Wenn ich morgen 50 Kilo Gewicht verliere, da ist immer nur eine Heidi Klum über. Oder wahlweise 2 Skispringer, je nachdem, was sie lieber hätten. Die Afrikaner waren damals schon verzweifelt. Afrika-Gipfel, miese Stimmung. Die Merkel kommt auf den Gipfel. Die Afrikaner gucken ja kein deutsches Fernsehen. Die wussten nicht, was auf sie zukommt. Mich hat sie nicht enttäuscht. Da stand die Frau 3 Tage nach dem Auftritt in Saudi-Arabien wieder in der Tagesschau und sagte: Um die Probleme in Afrika in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Und seitdem gucke ich auch keine Tagesschau mehr.
Ich kann nicht mehr. Ich habe auch immer öfter das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen. Die wiederholen doch da eine Endlosschleife. Erzählen Sie mir doch nichts. Auch wenn ich Zeitungen lese, ich habe permanent das Gefühl, den Artikel habe ich vorige Woche schon mal gelesen oder voriges Jahr oder vor 2 Jahren. Das wiederholt sich hier alles. Das ist alles auf Wiedervorlage. Und Sie haben permanent das Gefühl, jetzt aber ganz aktuell und jetzt aber hochdramatisch, jetzt ja, ganz aktuell im Augenblick. Und da kommt eine Schicksalswahl. Alle 4 Jahre machen die hier eine Schicksalswahl. Gut, Sie können sagen, bei dem, was da zur Wahl steht, das ist Schicksal. Aber eine Richtungswahl, entschuldigen Sie bitte mal. Sie können da immer wieder neu mixen. CDU, CSU, FDP, SPD und seit 20 Jahren die Grünen. Was ist denn daran eine Richtungswahl? Was hat sich denn groß verändert? Von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün, über Schwarz-Rot, jetzt wieder Schwarz-Gelb. Wirtschaftspolitisch machen die doch alle dasselbe. Die glauben alle in dieselbe Wirtschaftsform und haben alle immer wieder die gleichen falschen Instrumente für die gleichen Probleme. Da tut sie überhaupt nichts. Schicksalswahl ist lächerlich. Es gab Wahlen, wo Emotionen im Spiel waren. Das ist richtig. Stoppt Strauß, da waren wir noch emotional engagiert. Aber plakatieren Sie mal, stoppt Merkel. Da sagen die Deutschen, wobei. Die will ja nur spielen. Endlosschleife. Und die Rituale sind immer gleich. Man hat uns hier eingelullt, meine Damen und Herren. Jedes Jahr kommen Tarifverhandlungen und jedes Jahr steht in der Zeitung, die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen bei der Tarifverhandlung, sonst geht der Aufschwung kaputt. Dann halten die Arbeitnehmer sich zurück mit den Lohnforderungen, die Kaufkraft sinkt, es kommt eine Rezession, dann steht nächstes Jahr in der Zeitung, die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen, sonst kommen wir nicht mehr aus der Rezession raus. Seit 20 Jahren gibt es jedes Jahr einen Grund, warum die sich bei den Lohnforderungen zurückhalten sollen. Und sie haben es auch brav getan. Und so haben wir es geschafft, in 20 Jahren vom Land mit den höchsten Löhnen in Europa zum Land mit den niedrigsten Löhnen durchgereicht zu werden. Und darüber beschweren sich jetzt die anderen, weil wir denen die Preise kaputt machen mit unseren Dumpinglöhnen. Rituale, immer und immer wieder. Umweltkatastrophen, immer und immer wieder. Jetzt ja ganz schlimm, die Ölpest da, ne? Wenn das Ding jetzt noch einen Tag sprudelt, ist es schon genauso schlimm wie die Exxon Valdez. Und damals stand die Uhr schon auf 5 vor 12. Die steht schon so lange auf 5 vor 12, da ist eine Uhr derart kaputt, meine Damen und Herren. Und dann das schönste Phänomen in diesem Land. Am Tag vor den Schulferien steigt immer der Benzinpreis. Das ist ein Phänomen, das finde ich einfach großartig. Und es ist immer der Dollar. Haben Sie da schon mal drauf geachtet? Da sind die Nachrichten, der Ölpreis ist gestiegen, der Benzinpreis steigt, weil der Dollar, ach der Dollar, sagt der Deutsche, ja der Dollar, ja da kann man ja nichts machen. Ne? Mal ist der Dollar zu hoch, mal ist er zu niedrig, das können Sie dem Analysten auch überhaupt nicht recht machen. Und ich wüsste auch gerne mal, woher der Dollar unsere Ferientermine kennt. Unsere Nachrichtensendungen sind eine komplette Volksverblödung und Verarschungsmaschinerie, meine Damen und Herren. Und die läuft hier im Dauerbetrieb, im permanenten Dauerbetrieb. Und es wiederholt sich alles endlos. Und Sie können das überprüfen, wenn Sie mal nachts, da senden die schon mal die Nachrichten vor 25 Jahren. Haben Sie das schon mal gesehen? Beim ersten Mal war ich völlig durcheinander. Da saß ich nachts im Hotel, hab nochmal so durchgesäppt, ne, und dann, ja, da, Nachrichten, bin ich hängen geblieben. Ja, Nachrichten muss ich am Laufen bleiben. So, was hier mit Neues? Kenn ich schon, war da letzte Woche, war da gestern. Was hier mit Neues? Erzähl was Neues. Ich hab 5 Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, der ist doch schon tot. Also, sag mal, Endlosschleife. Und es ändert sich nichts, meine Damen und Herren. Wir mixen diese Parteien alle 4 Jahre neu in den Koalitionen. Und was verändert sich, meine Damen und Herren? Es verändert sich gar nichts. Nennen Sie mir irgendeinen der Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, wo irgendwas besser geworden ist in den letzten 40 Jahren. Im Gesundheitswesen ist etwas besser geworden durch die ganzen Reformen. Krankenhäuser, Pflegeheime, ist irgendwas besser geworden. Bildungswesen, sind die Schulen besser geworden? Sind die Kindergärten besser geworden? Ist die Staatsverschuldung besser geworden? Seit 20 Jahren erzählen die uns alle 10 Jahre denselben Witz. Wir machen jetzt noch einmal richtig Schulden, kurbeln die Konjunktur an. Da gibt es einen nachhaltigen Aufschwung und davon wird alles bezahlt. Das erzählen die uns alle 10 Jahre. Und weil der Deutsche nicht so gut behalten kann, glaubt er jedes Mal wieder, jetzt haben sie das Ei des Kolumbus gefunden. Ist bei der Arbeitslosigkeit was besser geworden? Das Bruttosozialprodukt ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen, genau wie die Arbeitslosigkeit. Durch unsere Wirtschaftspolitik. Wo ist was besser geworden? In der Umweltproblematik? Ist irgendwas besser geworden? Nein, natürlich nicht. Und das wissen wir auch. Wir spüren es auch ganz tief in uns drin.
Die meisten Menschen haben inzwischen eine Ahnung davon, was hier los ist. Wir sitzen alle in einem Zug und rasen mit ungebremster Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu. Dieser Abgrund sieht ungefähr so aus wie die Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Wo mehr Menschen im Knast sitzen pro 1000 Einwohner als in jedem anderen Land der Welt. Weil sie einfach weggesperrt werden, wenn sie arm sind und sich wehren. Auf diese Art Gesellschaft rasen wir zu. Jeder für sich und Gott gegen alle. Und wir sitzen in dem Zug und es traut sich keiner, die Notbremse zu ziehen. Wir haben zu viel Angst, die Notbremse zu ziehen. Man kann da durchgerüttelt werden. Da kann einem der Kaffee über die Hose schwappen. Dann lieber den Abgrund. Da wissen wir schon, was kommt. Wir ziehen nicht die Notbremse. Wir tauschen alle paar Jahre den Lokführer aus und sagen, gib Gas und halt Kurs. Ich mache jetzt seit 27 Jahren Kabarett, meine Damen und Herren. In den 27 Jahren hat sich thematisch nicht viel verändert. Ich mache immer noch über dieselben Themen Kabarett. Und wenn die Leute jetzt im Moment kommen und sagen, im Moment ist aber auch ganz einfach für euch, ne? So leicht war es aber auch noch nie für euch. Das höre ich auch seit 27 Jahren, ob sie das glauben oder nicht. Seit 27 Jahren kommt jeden Monat mindestens einer hinterher und sagt, aber so leicht wie jetzt haben sie es euch noch nie gemacht, oder? Sie wollen ja auch gar nicht vernünftig regiert werden. Geben Sie es doch endlich zu. Sie haben sich 16 Jahre lang im Kabarett über Helmut Kohl totgelacht und haben ihn alle 4 Jahre brav wieder zum Kanzler gewählt. Und das machen Sie mit der Merkel jetzt auch. Ich kenne Sie inzwischen. Sie wollen nicht vernünftig regiert werden, Sie wollen einfach Spaß haben. Das ist es doch. Mit Freude den Abgrund. Das ist doch ein schönes Konzept. Der Deutsche ist ein Mensch, der immer um denselben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in denselben Scheißhaufen tritt und sich dann eine Runde lang lautstark darüber aufregt, warum seine Schuhe so stinken und jetzt müsste endlich was gemacht werden und so geht es nicht weiter. Aber wehe, Sie schlagen den Deutschen vor, mal einen Bogen um den Scheißhaufen zu machen. Dann sagt der Deutsche, keine Experimente. Damit können Sie bei uns Wahlkampf machen. Stabile Verhältnisse. Bloß keine Experimente, schon gar nicht mit Extremisten. Es könnte ja was besser werden. Lieber die Politik, von der wir seit 30 Jahren wissen, sie wirkt nicht. Herr Doktor, sagt der Deutsche, Herr Doktor, was Sie verschrieben haben, hilft nicht. Aber geben Sie es mir wieder, da kenne ich jetzt wenigstens die Nebenwirkungen. Es wird sich nichts ändern. Denn die Einzigen, die überhaupt irgendwas anderes sagen, die überhaupt eine Idee haben, was man noch ausprobieren könnte, mit denen muss man ja gar nicht reden. Mit denen darf man noch gar nicht reden, wenn man mit der FDP überhaupt noch reden möchte. Das sind ja diese, das darf man ja gar nicht aussprechen, das ist ja diese SED-Nachfolgeorganisation. Sie wissen gerade in Nordrhein-Westfalen, fast alles alte SED-Kader in der Linkspartei. Wir haben ja das große Glück, dass wir keine alten Nazis haben. Aber SED-Kader haben wir ohne Ende. Sehr schön auch, wenn die Leute sagen, ja, das ist doch diese Mauerschützenpartei, das kann man doch nicht vergessen, alles Mauerschützen. Ja klar, da sind ja 25-Jährige in der Linkspartei aktiv, die sind als Kind noch an der Mauer Patrouille gelaufen. Ja, die sind damals von Bonn immer nach der Schule mit dem Bus, ne? Um an der Mauer noch. Noch schöner ist, wenn wieder einer kommt, ne? Da sitzt der Dieter Nuhr in der Talkshow und sagt, auf die Frage nach der Linkspartei, die sollen erstmal das Unrechtsvermögen der SED rausrücken. Das ist auch eine unglaublich intelligente Antwort. Das Unrechtsvermögen der SED sollen die rausrücken. Sagen Sie mal, ist schon mal einer auf die Idee gekommen, von der katholischen Kirche zu verlangen, die sollen die ganze Kohle wieder rausrücken, die im Mittelalter zusammen geklaut, geraubt und erpresst haben, bevor mit denen nochmal einer redet? Und das ist nicht mal eine Nachfolgerorganisation. Die haben sich nicht mal nach der Hexenverbrennung umbenannt. Die haben das durchgezogen. Das ist Corporate Identity. Da steckt doch Überzeugung hinter. Im Namen des Herrn, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Unter diesem Motto wurden die Kreuzzüge geführt, die Ungläubigen wurden massakriert, die Hexen wurden millionenfach verbrannt, die Inkas und die Mayas wurden ausgerottet, um das goldene Europa zu holen. Im Namen der christlichen Seefahrt wurden die Afrikaner als Sklaven in Amerika geschafft und jetzt werden die Kinder missbraucht. Jeder kommt mal dran, das ist doch schön, oder? Ja, ich weiß, der sexuelle Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist das Opfer der größten Einzeltäterzusammenrottung aller Zeiten. Natürlich haben die ein Problem, ein strukturelles Problem. Sehen Sie, wenn Sie Ihr hauptamtliches Personal ausschließlich aus dem Kreis der sexuell Gestörten rekrutieren, da haben Sie Probleme langfristig.
Ein junger Mann, der Ihnen mit 23 Jahren erklärt, er könne den Rest seines Lebens auf den wichtigsten und stärksten Trieb, den die Natur ihm mitgegeben hat, verzichten. Ein 23-Jähriger, der seinem Bischof feierlich verspricht, er könne den Rest seines Lebens auf Sexualität verzichten, der hat dermaßen einen an der Waffel, meine Damen und Herren. Den können Sie nur sofort salben und weinen. Der ist sonst für überhaupt nichts zu gebrauchen. Und dann sieht man einen katholischen Priester, der ein Kind sexuell missbraucht hat und fragt sich, gibt es etwas Widerlicheres? Und dann sieht man Bischof Mixer und denkt, geht doch. Der Mann hat erstmal, als erste Reaktion, als die Missbrauchsskandale sich häuften, vielleicht erinnern Sie sich, hat er gesagt, das wäre nicht zuletzt Schuld der sexuellen Freizügigkeit der 68er. Ja, die Kommune 1 hat die Popen gezwungen, Kinder zu missbrauchen. Die nächste Verteidigungslinie war, das ist ja alles schon längst verjährt, das meiste war nämlich schon vor den 68ern, die katholischen Priester haben das im Voraus allen Gehorsam praktisch gemacht. Ja, dann sitzt ein Bischof aus Essen, ein gewisser Herr Overbeck, bei Anne Will, einer bekennenden Lesbe in der Talkshow, und sagt, wir wissen alle, dass Homosexualität eine Sünde ist. Der hat das sogar nochmal wiederholt. Der Mann, der hat eine Krankheit, da gibt es noch gar keinen Namen für. Das ist Wachkoma mit Sprechfähigkeit. Das wird man später mal das Overbeck-Syndrom nennen. Und natürlich ist alles verjährt, ja klar. Ne? Und dann kommen 8 Menschen und sagen, der Bischof Mixer hat uns, als er noch Pfarrer von Schrobenhausen war, als Kinder geschlagen. Und nicht nur geschlagen, sondern verprügelt. Und zwar systematisch, weil wir Waisenkinder waren. Und dann stellt dieser Mann sich 3 Wochen lang in die Öffentlichkeit hin und sagt, diese Menschen lügen. Ich habe ein reines Herz. Ich habe niemals meine Hand gegen einen anderen Menschen erhoben. Er hat diese Menschen noch einmal missbraucht. Die den Mut hatten, sie in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, wir sind missbraucht worden. Die hat er nochmal missbraucht, indem er sie als Lügner hingestellt hat. Und erst als sie ihm nachweisen konnte, dass er die Kinder nicht nur geschlagen hat, sondern auch beklaut hat, weil er seinen Suff selbst von seinem schönen Pastorengehalt nicht bezahlen konnte, 5.300 D-Mark hat er für Wein ausgegeben. Ja, der wird jetzt in einem Spezialsanatorium abgearbeitet. Schleimbeutelentzündung. Boxbeutelentzündung. Erst als sie ihm nachweisen konnte, dass sie die Kinder auch noch beklaut hat, da musste er zurücktreten. Und hat der Mann sich hingestellt und hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich schäme mich zu Tode. Ich weiß, ich habe viele Menschen enttäuscht. Ich weiß auch nicht, warum ich das alles gemacht habe. Und es ist mir unglaublich unangenehm. Und ich werde mich jetzt zurückziehen und hoffen, dass mir irgendwann irgendjemand vergeben kann. Nein. Hat den Generalvikar vorgeschickt und der hat erklärt, der Bischof hat seinen Rücktritt angeboten, um Schaden von der Kirche zu nehmen. Weil eine Hetzkampagne gegen den Bischof in Gange ist. Und bis heute sind viele der Meinung, der Mann hat da nichts Unrechtes getan. Der hat nur konservative Positionen vertreten und deshalb ist er bekämpft worden. Großartig, meine Damen und Herren. Und es ist ja alles verjährt, wir wissen es. Also im Bistum Regensburg im Jahr 2000 ein katholischer Priester rechtskräftig wegen sexuellem Missbrauch eines Jungen verurteilt worden ist. Da hat der Bischof von Regensburg den nicht aus dem Verkehr gezogen. Nein, da hat er dem ein neues Revier zugewiesen. Und mit der junge Mann seinem schönen Hobby auch in Ruhe weiter nachgehen konnte, hat der Bischof von Regensburg keinem in der neuen Pfarre gesagt, wen er dahin geschickt hat. Erst als dieser geschickte junge Mann, also vom Bischof geschickte junge Mann, im Jahr 2007 wieder verhaftet worden ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, da ist der Skandal aufgekommen. Und die Eltern, die haben gesagt, sei der wahnsinnig, der war schon mal verurteilt, den habt ihr hingeschickt, ohne irgendein was zu sagen. Und ist der Bischof von Regensburg 2007 zurückgetreten? Nein, der ist doch nicht besoffen nachts bei Rot über eine einsame Ampel gefahren.